Heute machen wir etwas, das auf den Schulhöfen meistens mit ganzen Klassen im Chaos endet, aber so daheim richtig Spaß macht. Wir machen nämlich Hüpfkästchen. Ich muss sie malen. Es gibt einfach keinen Ort hier in der Gegend, wo ich das als Erwachsene auf den Boden malen und mich dabei filmen könnte, ohne total komisch zu sein. Aber wenn ihr Straßenmalkreide habt, nur zu, malt es euch in groß auf die Straße, auf den Balkon oder legt es euch mit Schnüren auf den Teppich. Dann bitte aufpassen, dass die Nachbarn drunter nicht so leiden. Aber das kann man ruhig in groß hüpfen. Man soll sogar, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Ihr malt euch so ein Kästchen auf. Immer zwei einzelne, zwei doppelte. So sieht das aus. Jetzt schreiben wir uns da die Personalpronomen rein. Je und J-Apostroph zur Sicherheit auch gleich. Und so geht's weiter. Tu, il, elle, nous, vous, il mit S, elle mit S. Und jetzt können wir hüpfen. Das seid ihr, ihr kommt angelaufen. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Das, wenn man mal ein paar Mal gehüpft hat, dann hat man sich die richtig gut gemerkt und man sieht auch immer die Wörter. Das kann ich jetzt mit Verben machen. Ich schreibe mir da gerade die Form von avoir auf. Ihr könnt es auch mit aimer oder mit détester oder mit adorer machen, geht alles. Und los geht's. J'aime, tu aimes. Il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Und gleich nochmal. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Und mit détester. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. Läuft. Dann viel Spaß beim Hüpfen und weitere Anweisungen per Mail.